Tore auf bei Bares für Rares. Los geht es heute mit Hanna Borowski aus Mönchengladbach. Ich habe eine Kaminuhr mitgebracht und einen Panther. Das sind zwei Stücke, die haben wir vor gefühlten 100 Jahren aus Südfrankreich mitgebracht, auf einer Urlaubsreise. Langsam sind sie dann von der ersten Reihe in die zweite Reihe gerutscht und irgendwann von der zweiten Reihe in die hinterste Reihe. Ja, und nun bin ich hier, um zu gucken, ob es vielleicht wieder jemanden gibt, der diese in die erste Reihe stellt. Ob die Urlaubsmitbringsel denn auch wirklich etwas wert sind, darüber geben jetzt zuerst unsere Experten Auskunft. Ich habe dir drei wunderbare Sachen mitgebracht. Damit meine ich jetzt nicht diese Uhr, nicht diesen Korb, sondern Hanna Borowski. Hallo, Frau Borowski. Ist sie nicht bezaubernd? Ja, ja. So, komm her, den Korb nehme ich mal, damit der Tierchen da rauskommt und wir alle sehen können. Liebe Hanna, wo kommen diese wunderbaren Stücke her? Alte Familienerbstücke zufällig gefunden? Nein. Die haben wir vor roundabout 40 Jahren aus Lyon mitgebracht. Lyon. Da haben wir einen Freund, besucht. Mein Mann und ich. Wir haben damals eine Reise gemacht, runter in die Camargue und haben in Lyon unsere Freunde besucht. Da sind wir dann mit unseren Freunden natürlich auf die Antikmärkte. Und ihn habe ich eigentlich zuerst gesehen. Und, ihn, das heißt den Panther. Bagheera, genau. Der muss es sein. Was hat der gekostet damals? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist ja auch schon ein paar Tage her. Also ich weiß auch nicht mehr, was wir dafür. Also ich weiß war nur, dass wir anschließend. Nicht billig. Nein, das war nicht billig. Wir haben anschließend meine Eltern ja noch anrufen müssen, weil wir blank waren, weil wir die Kohle ausgegeben haben. Und es war toll. Ja. Jetzt möchte ich wissen, ob die beiden damals in ihrer Verliebtheit alles richtig gemacht haben und vielleicht ein Investment fürs Alter getätigt haben. Also die Uhr wurde hergestellt zwischen 1870, 1890. Und das war in Frankreich ein Verkaufsschlager. Der Sockel ist aus schwarzem französischem Marmor. Die Figur ist ein Zinkguss. Und die Uhrwerke, das ist ein sehr einfaches Uhrwerk, was da drin ist, die wurden in Paris gemacht. OD Ruiz heißt der Hersteller. Ansonsten sind diese Art Uhren sehr, sehr häufig. Es war ist eine typische französische Kaminuhr oder auch Kommodenuhr, ganz klassisch. Aber sie ist nicht funktionsfähig. Nee, das stimmt. Das Schlagwerk ist ein bisschen verbogen. Die Glocke ist zwar noch da, das Pendel ist auch noch da. Also hier haben wir es mit einem zwar Antiquität, ja, aber einer nicht wertvollen Antiquität. Ja, der Wert ist halt nicht so hoch anzusetzen für diese Art Uhren. Es gab praktisch in jedem Haushalt gab es so eine Uhr damals in Frankreich. Gut, dann schieben wir die mal so ein bisschen auf Seite. Mach ich und dann gerne. Gehen wir mal zu diesem kleinen Haustier rüber. Wobei ich glaube, dem fehlt irgendwas, oder? Irgendwas fehlt da. Also das ist gewaltig hier. Das gefällt mir unheimlich gut, muss ich Ihnen dazu sagen. Genau. Es ist zwar der sterbende Panther, aber das ist schon richtig, richtig gut aus. Ja. Was man dazu sagen kann, es fehlt der Sockel. Der Sockel. Ja. Also man kann es hier sehen, es war auf einem Sockel. Es war auf dem Sockel aufmontiert. Und auf dem Sockel ist vermutlich auch die Signatur gewesen des Künstlers, der diese Bronze gemacht hat. Mhm. Ich kann deswegen sagen, dass es eine Bronze ist. Es ist bezeichnet als Bronze veritable, das heißt also als echte, wahrhaftige Bronze. Mhm. Merkt es auch schon am Gewicht, Horst. Ja. Das ist viel schwerer wie so eine Guss. Man kann es hierbei sogar sein, dass das vielleicht mehrere Figuren waren als Bronze. Weil ich habe hier gerade was gesehen an der Seite. Darf ich mal? Ja. So, hier. Das ist ja kein Fehler im Guss, sondern ich denke mal, hier war ein Schwert oder irgendwas. Ein Pfeil oder irgendwas. Eine sehr Lanze gut. Oder so. Ja, Lanze oder Pfeil. Ja, das hat schon eine gewisse Symbolik hier, der sterbende Panther. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts war das sehr, sehr beliebt von guten Skulpteuren. Ja. Und ich finde sie auch ganz, ganz toll. Und es ist typisch 20er Jahre, kann man auch sagen. Mhm. Und auch typisch Frankreich. Mhm. Ja, ja. Gut, dann glaube ich, sind wir so weit, dass ich zwei Dinge fragen kann. Einmal an dich. Was habt ihr euch vorgestellt, soll das an finanziellen Mitteln bringen? Ich habe keine Ahnung. Also ich möchte einen Urlaub machen vielleicht. Na gut, also sollen wir uns komplett überraschen lassen, nicht festlegen lassen. Okay. Gut, lieber Albert, dann kommen wir mal zu deiner schlussendlichen Expertise. Also ich fange mit der Uhr an. Ich meine, der Qualität nach und das ganze Ensemble würde ich nicht mehr wie 150 Euro sagen. Aber hier würde ich natürlich wesentlich höher, wesentlich höher gehen. Mich stört auch dieser kleine, abgebrochene Pfeil nicht. Ja, ja. Sie ist einfach wunderschön und sie ist ein klassisches Beispiel für Art Deco. Und da würde ich schon 800 Euro
Ui. Annehmen. Ja, hört sich gut an. Das hört sich gut an. Das ist für dich. Wir bringen dir gleich das Körbchen wieder, dann kannst du mit rein. Ja, vielen Dank auch. Ja? Tschüss. Dankeschön. Also. Tschüsschen. Ja, sieht ja nach einem Urlaub aus, würde ich sagen. Wenn es weiter so gut geht, dann bin ich zufrieden. Ich bin jetzt so nach der Expertise doch schon ein bisschen froh gestimmt. Ne? Das hört sich ja alles sehr gut an. Und ja, gucken, mal abwarten. Mein Herzchen klopft und bin ein bisschen nervös. Mal schauen, was die zu sagen haben. Da sind wir auch schon sehr gespannt. Vielleicht gibt es im Händlerraum ja einen Liebhaber französischer Antiquitäten. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Erbstücke? Nein, käuflich erworben vor vielen, vielen Jahren in Lyon. In Lyon. Auf einem Antikmarkt. Ja gut, der Panther kommt aus Frankreich, ist um 1920 Bronze. Der war mal irgendwo befestigt, das sind zwei Befestigungen. Der wird wohl mal auf einem Socken gewesen. Der war auf einem Steinsockel. Das mag sein, ich habe ihn nur so gesehen. Ne? Die Uhr ist auch französisch, also Jahrhundertwende rum, die Uhr. Aber die Werke sind nicht kompliziert. Nein, das sind einfach. Die laufen ganz einfache Werke. Man wird es wohl reparieren können, sie läuft also kein Problem, nicht, ne? Reparieren. Also sie ist nie gelaufen bei uns, sie hat eigentlich immer nur schön ausgesehen. Dekoration. Schwarze Uhren sind schwer zu verkaufen, vom Preis her. Ja, wenn dann oben Bronze wäre, dann wäre so gut. Ich fand sie so schön. Ja. Das ist auch Marmor hier, ne? Das ist wohl Marmor. Also ja, ich biete mal für pro Stück 100 Euro. Jetzt sind wir bei 200 zusammen. Das finde ich, ne. Ich denke, da sind sie nicht mit einverstanden. Mit 100? Nee. Nicht kalt. Richtig. Ich kenne natürlich schon, ich weiß schon, was sie wollen. Sieht man mir dann an? Ja? Na gut, schön. Ja, wir haben es hier leider nicht mit so richtig hochwertigen Sachen zu tun. Also auch die Bronze ist nicht signiert. Die stand mal auf einem Sockel, ja, vielleicht Signatur war eine Uhr dazu. Wird wohl auf dem Sockel gewesen sein, gehe ich mal davon aus. Ne? Richtig, da war eine Plakette droben auf den Sockel und da war der Name droben. Ja. Vorne. Den haben wir leider nicht mehr. Ja. Ja. Bislang keine wirkliche Begeisterung im Händlerraum. Da hat dann eine Schraube drin, ja, weiß der Geier. Das Gewinde, ja, das macht mich ganz stutzig. Das ist ein Gewinde innen drin. Na, ist ja egal. Ja. Das ja, ist so, das wie Ding es ist. Muss ja irgendwie da dran. Die Raubkatze ist gut, ich sage mal 300 für beides. Nee, definitiv nicht. Nein. Was halten Sie von 350? Da halte ich gar nichts von. Also, ich möchte sagen, der Panther ist gut geschafft. Ich biete Ihnen für beides 400 Euro. Nee. Immer noch nicht? Nicht. Was halten Sie denn von 500 Euro für beides? Ich wollte eine Reise machen. Ah, ich will auch viel. Also nicht in die Südsee, ne? Also zu 500 stehe ich. 500. Ja, da stehen Sie leider alleine. In Bar. Also ich bin raus, ganz definitiv. Ich bin auch raus. Auch raus, ja. Kann ich nichts sagen. Ludwig, wir beide sind noch drin. Wir machen das so. Ich mache Ihnen noch ein letztes Angebot und dann ist ja oder nein, oder? Machen wir so. Machen Sie mal ein Angebot, dann ist ja oder nein. Möchtest du noch eines machen? Ein Angebot oder soll ich? Das kannst du machen. Also, ich lege noch 10% drauf. 550 für beides. Jetzt würde ich Ihnen sagen, überlegen Sie jetzt da noch, das würde ich aber gleich machen. Ist das dein letztes Gebot? Mein letztes. Können wir uns bei 600 treffen? Nein. Nein, ja. Herr Wolfgang. Nicht böse sein. Gut, nein, bin ich auch nicht böse. Alles okay, klar. Schade. Schade. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, tschüss. Also ich hätte mich sehr für diesen Panther interessiert. Die Uhr wäre nebenbei gegangen, aber es ist nicht zum Deal gekommen. Wie ist es gelaufen? Ich sehe keine Uhr, keinen Panther, kein Körbchen. Ist es verkauft? Nein. Warum auch nicht? Kein Geld. Ich glaube, die waren stur. Wo ist es denn hängen geblieben? Er wollte für beides 550. Ich habe gesagt, ich möchte 600. 600 war wirklich die unterste Schmerzgrenze. Aber die 50 Euro, wenn man überlegt, das waren nee, da 550 war Euro. Nee. Stur sein ist im Leben manchmal so. Ja, auf der anderen Seite, Sie sind eine starke Frau. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Das war mir ein Träumchen. Tschüss. Dankeschön.